Hallo Menschen, heute kommt der erste Teil meines Lesemonats Oktober und es ging erst etwas schwierig los, nämlich mit Die Wiedergeburt der Ameisen von Liao Yiwu. Für dieses Buch habe ich sehr, sehr, sehr lange gebraucht. Ich glaube auch deswegen, weil ich etwas anderes erwartete. Vom Klappentext her und vom Vorwort und vom Prolog her habe ich eben einfach eine Geschichte über einen politischen Gefangenen im aktuellen China erwartet. Das heißt auch halt viel vielleicht Politik drumherum oder so ein bisschen die Rolle des Individuums in so einem Staat, eventuell auch Rebellion durch Kunst und dadurch Unterdrückung und so weiter und so fort. Bekommen habe ich stattdessen wirklich eine sehr abstruse Geschichte, sage ich erstmal. Also wirklich bis zum Ende ist mir der Protagonist nicht wirklich nahe gekommen. Das Leben dort, dieses System, wie das funktioniert, der Alltag der Bevölkerung, fand ich alles einfach etwas seltsam. Es geht los damit, dass unser Protagonist so ein bisschen zu seinen Wurzeln reisen möchte. Und statt dass das einfach mal vielleicht ein normaler Besuch bei seinen Großeltern wird, also ob der sie nun mag oder nicht, ist ja egal, ist das halt alles so seltsam. Also der geht da in so einen Raum, da hängen überall getrocknete Schlangen, dann eine Treppe hoch, da sind überall Wanzen und Spinnen und Geschmeiß und geht zu seinem Opa, der liegt auf so einer Pritsche, ist selber auch ganz ranzig, schläft dann daneben ein, hat auch einen abstrusen Traum wieder und nachdem er aufwacht, sind überall Wanzen auf seinem Körper und eine besonders große auf seinem Penis, die er nicht abkriegt. Und dann kommt der Opa und schnappt sich die Wanze, setzt sie sich auf die Brust und gibt ihr so Kosenamen und ritzt sich dann selbst auf, damit die Wanze an ihm trinken kann. Und dann kommen alle anderen Wanzen auch auf ihn drauf und trinken von ihm. Und so sind alle Geschichten. Dazu kommen halt noch so ganz viele Abschweifungen und Träume und Mystisches, teilweise auch Mythologisches. Ich möchte euch dafür mal ein Beispiel geben. Das ist meiner Meinung nach sogar noch ein recht normales, das ist aus dem Prolog. Er sitzt im Prolog im Gefängnis und es läutet so die Abendglocke. Und als er das hört, da erinnert er sich irgendwie so an die Zeitlosigkeit. Und dann steht hier: Lao Wei badet in den goldschimmernden Wellen der Zeitlosigkeit und lässt sich von ihnen überfluten. Himmel und Erde kreisen abwechselnd umeinander. Der Himmel wird Erde und die Erde wird Himmel. Aus den Wolken des Himmels sprießt Gras und das Gras zerfällt zu reiner Erde. Die reine Erde ist der Ursprung aller Dinge. Sie birgt unendliche Mysterien in sich. Die Menschen, die auf ihr wandeln, werden einer nach dem anderen wieder ein Teil von ihr. Und dann kriechen sie erneut aus der Fäulnis hervor, scharenweise, splitternackt dem Horizont entgegen. Erst hell und deutlich und dann immer dunkler und verschwommener, bis sie nur noch Trugbilder sind, bis zu ihrer endgültigen Auflösung, bis man sie nicht mehr von den Wolken unterscheiden kann. Und für mich waren das tatsächlich irgendwann so ein bisschen zu viele Seltsamkeiten. Also ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe es dann vielleicht teilweise auch nicht verstanden oder ich konnte auch nicht nachvollziehen, warum gehen die denn gerade schon wieder zu einer Hexe? Einfach so aus dem Nichts. Der sagt einfach, ja, ich bringe dich zu einer Hexe und dann steht halt wieder der Großvater aus Wasser auf und hat irgendein Problem und da habe ich wirklich, wirklich leider keinen Zugang gekriegt. Dann weiß ich auch nicht, ob das vielleicht so ein kulturelles Ding ist, aber es ist wirklich ganz, ganz oft von Furzen, Arsch, Penis, Urinieren die Rede. Und, also ich meine, es ist ja schön, dass wir darüber reden können, aber manchmal fragte ich mich dann auch wirklich so, musste jetzt wirklich dieser Furz beschrieben werden? Es war, ja, seltsam trifft einfach immer wieder, was ich so diesem Buch gegenüber empfinde, so ein bisschen. Das heißt, ich fand das jetzt auch nicht grottig, aber es war halt überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte und was ich vielleicht auch wollte. Also ich dachte, es gehe vielleicht mehr so in Richtung einer aktuellen, tatsächlichen Dystopie. Also einer lehnt sich auf und wird deswegen ins Gefängnis geschickt und die Folgen davon und so weiter und so fort. Und das war es nicht und ich weiß auch nicht genau, was es war. Leider einfach nichts für mich. Es würde mich tatsächlich mal interessieren, was jemand, der sich vielleicht mehr so mit asiatischer Literatur auskennt, davon hält. Dragon Muse zum Beispiel. Falls du sagen möchtest, schick sie gern. Das ist jetzt nicht mein Liebling gewesen. Denn vielleicht fehlt mir da einfach irgendwie so der Zugang. Also so auch Hintergrundwissen oder die Art und Weise, wie geschrieben wird. Ja. Dann wollte ich erstmal etwas in eine ganz andere Richtung lesen und ich entschied mich für Dolphy und Marilyn, ein französischer Science-Fiction-Roman, der im Jahr 2060 spielt, in dem das Klonen eben alltäglich geworden ist. Es ist natürlich immer noch sehr, sehr teuer, aber tatsächlich können es sich auch Privatpersonen leisten. Und Adolf Hitler und Marilyn Monroe sind da eben so die zwei Extreme, in die sich das entwickelt hat. Also Marilyn Monroe für viele so der Inbegriff der Schönheit, die perfekte Frau und Adolf Hitler halt eher so die Verkörperung der Unmenschlichkeit. In beide Richtungen gibt es das halt. Und unser Ich-Erzähler, von dem ich mir nicht ganz sicher bin, wie man ihn ausspricht, Tycho Mercier vielleicht, ist Geschichtsprofessor mit einem Schwerpunkt auf eben die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg und über eine Tombola, an der sein Sohn eigentlich teilnimmt, gewinnt er einen Adolf-Hitler-Klon, der aber in der Zwischenzeit verboten wurde. Also man soll sie melden und abgeben. Also gab es verschiedene
Gründe dafür. Unter anderem haben sich halt verschiedene Kommissionen beschwert, dass es überhaupt Adolf-Hitler-Klone gab. Und tatsächlich wurden an ganz, ganz vielen dieser Klone eben Gewalttaten verübt. Also vielleicht sich rächen, Wut ablassen und so weiter und so fort. Und obwohl dieser Klon AH Nummer 6 eben eigentlich sehr, sehr sanft ist, also er hat ja auch nie erlebt oder getan, was das Original getan hat, bereitet er dem Ich-Erzähler halt so ein bisschen Unwohlsein und er will ihn zurückgeben. So. Ich mochte an dem Buch tatsächlich die Überlegungen, die es aufwirft. Also Klone sind ja genetisch einfach ganz normale Menschen und trotzdem haben sie einen Besitzer. Sie gehören jemanden und können sich eigentlich auch nicht ganz frei bewegen. Also es ist eigentlich eine ganz neue Form von Sklavenhaltung, selbst wenn es, sag ich mal, nur so ein bisschen Haushalt meistens ist, aber ihnen wird halt auch so Gehorsam eingetrichtert. Die haben tatsächlich auch keine normale Kindheit, die werden schon ähnlich gezüchtet, halt wie diejenigen in Schöne Neue Welt zum Beispiel so ein bisschen, haben auch nur eine rudimentäre Bildung und kennen eigentlich zum Großteil ihre Originale zum Beispiel gar nicht. Und da gibt es auch ein interessantes Zitat. Doch was das Klonen in Wirklichkeit zur Folge hat, ist nicht die Reproduktion einiger mehr oder weniger bemerkenswerter Individuen. Nein, es ist die Sklaverei. Dieses Übel, ein gigantischer Rückschritt, wird sich unweigerlich weiter ausbreiten und zu immer schlimmeren Auswüchsen führen. Bald wird es billige Klone geben, minimalistische, auf eine einzige Funktion reduzierte Kreaturen, die in Fabriken und Minen arbeiten. Man wird sie in den Untergeschossen der Kliniken sehen, wie sie darauf warten, dass ihnen ein Organ entnommen wird, damit dieses einem reichen Kranken eingepflanzt werden kann. Also es ist natürlich irgendwie so eine Horrorvision, die einer sich ausdenkt, aber darauf läuft es halt aktuell so ein bisschen hinaus. Und tatsächlich können diese Klone eigentlich auch anderweitig kein normales Leben führen. Also sie könnten nicht fliehen. Also gerade Adolf Hitler oder Marilyn Monroe, die werden halt irgendwie automatisch dann so ein bisschen in illegale Gefilde getrieben. Du kannst halt Adolf Hitler nicht im Supermarkt an der Kasse stehen. Und das sind interessante Überlegungen. Und mir gefiel auch, dass prinzipiell ja dann 100 Mann teilweise die gleiche Frau lieben. Also natürlich machen sie andere Erfahrungen mit ihr. Aber es ist schon interessant, was das eben mit den Erfahrungen macht, wenn plötzlich um die Ecke deine Frau auch mit einem anderen Mann um die in der Hand vorbeiläuft. Und dazu ein Zitat: Wenn ich mir wieder eine neue Marilyn Monroe-Kopie kaufen würde, würde sich diese überhaupt nicht von der vorherigen unterscheiden. Die neue Marilyn hätte die gleiche Frisur, die gleichen Gesichtszüge, die gleiche Schulterpartie, den gleichen Busen, den gleichen Bauch, die gleichen Beine wie die erste. Mit Sicherheit wäre ihre Stimme identisch. Sie hätte im Großen und Ganzen die gleiche Mimik, würde die gleichen Gesten machen. Aber würde ich sie genauso lieben können? Vermutlich schon. Und eben diese Gewissheit fand ich furchtbar traurig und irgendwie erschreckend. Genau. Das heißt, das sind interessante Überlegungen. Leider tragen die meiner Meinung nach nicht so durch das komplette Buch. Denn eine Handlung ist eigentlich so gut wie nicht vorhanden und das kann für manche Bücher funktionieren. Hier war es mir ein bisschen zu wenig. Dazu kommt noch, dass unser Protagonist irgendwie nicht zu Entscheidungen fähig ist oder wenn, dann kann er nicht dazu stehen. Wirklich die ersten 50, 60 Seiten steht hier immer wieder drin. Ja, morgen bringe ich den Klon zurück, auf jeden Fall. Naja, jetzt aber wirklich morgen. Und in 2 Stunden ist er egal, dann habe ich den Klon endlich weggebaut. Und ich meine, das funktioniert irgendwie nicht. Wir sehen, dass das Buch 280 Seiten lang ist und ich konnte da keine Sekunde dran glauben, ja, morgen ist der Adolf-Hitler-Klon weg und alles ist gut. Man hätte es vielleicht irgendwie ein bisschen anders machen müssen. Es kommt halt wirklich so, so oft vor, auch später im Buch noch, morgen werde ich wirklich abreisen, ganz, ganz sicher. Naja, jetzt aber, jetzt werde ich abreisen und das passiert nie. Und dann hatte manchmal, finde ich, auch so ein bisschen eine lange Leitung. Also ich kann es euch nicht direkt an einem Beispiel festmachen, weil es ein Spoiler wäre, aber was ich sagen kann, ist, er wird dann später mal zu einer Sache eingeladen und wundert sich so ein bisschen über die VIP-Behandlung, die ihm zugesteht, fragt sich schon, ob das eine Verwechslung ist. Und wirklich, jeder Leser weiß sofort, wer da dahinter steckt. Und wir haben dieselben Infos wie er. Wir wissen jetzt irgendwie nichts anderes. Und oh, ja, das ist jetzt auch keine Kritik am Buch. Das fand ich nur einfach persönlich ein bisschen nervig. So, um es zusammenzufassen, es ist meiner Meinung nach kein Muss im Science-Fiction-Bereich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass halt durch den Adolf Hitler auf dem Cover eine gewisse Würze generiert werden soll, die sich dann aber nicht in innovativen Neuerungen halt im Buch dann niederschlägt. Also all die interessanten Überlegungen, die da drin stecken, kennt man vielleicht schon woanders. Also selbst wenn, ich wüsste jetzt nicht, ich glaube, ich habe noch gar kein Buch über das Klonen so groß gelesen. Aber trotzdem kennt man die Ideen. Also vielleicht aus Filmen, vielleicht auch einfach auch von Überlegungen, die man sich selber schon mal gemacht hat. Also es ist jetzt nicht so irgendetwas, was mich dann nochmal umgehauen hat. Als drittes beendete ich dann ein Buch, zu dem es auch eine Einzelrezension gibt, nämlich Der Ort, an dem die Reise endet. Und es gefiel mir sehr, sehr gut. Ich versuche es in diesem Video hier kurz zu fassen. Es geht prinzipiell um eine Familie in Kenia, die mit der Trauerbewältigung nach der Ermordung an ihrem Sohn
zu tun hat. Beziehungsweise es geht natürlich auch um die Schwester, nicht nur um die Eltern. Und drumherum haben wir also ganz viel auch aus der Geschichte Kenias, was zum Beispiel erst 1963 die Unabhängigkeit von Großbritannien erlangte. Es geht aber auch viel um die aktuelle Politik und dann aber halt immer wieder auch so dieser persönliche Schmerz, die Erinnerungen. Es ist viel Unausgesprochenes irgendwie auch aus der Vergangenheit. Und dazu kommt eine ganz, ganz tolle Sprache, die vielleicht manchen schon zu aufgeladen sein könnte, die mir aber sehr gut gefallen hat. Also ich finde so tolle Bilder, ich fand das sehr eindrücklich. Und in der Einzelrezension gebe ich dann auch noch mal ein paar Beispiele, damit ihr euch ein Gefühl für die Sprache machen könnt. Ja, bis jetzt so ein bisschen für dieses Video mein Höhepunkt, meine Empfehlung an euch. Dann machte ich mich mal wieder an meine gesammelten Werke von Paul Celan, nämlich mit dem sechsten Band. Band 4 und 5 las ich noch nicht, weil das nur quasi Übersetzungen von anderen Dichtern durch Paul Celan sind. Und hier hat man jetzt das Frühwerk, also von 1938 bis 48 ungefähr. 48 erschien dann sein erster wirklicher Gedichtband und das hier sind so gesammelte Werke quasi. Und man merkt auf jeden Fall eine Entwicklung. Also hier ist er noch viel traditioneller, sehr geordnet. Hier gibt es Sonette und ein festes Reimschema. Und ab und zu bricht er da schon mal aus, aber im Gegensatz zu sonst fällt es schon auf. Aber man merkt auch schon so gewisse Themen, die bei ihm einfach wiederkommen. Also auch hier ist ständig immer von Dein Aug die Rede und Lieder und Finsternisse kommen hier halt schon vor. So, er spielt auch mit Farben, es geht um Heimat und Geschichte und so weiter und so fort. Ich habe es nicht ganz so sehr gemocht wie den ersten Band dieser gesammelten Werke, aber das ist zugegeben auch schwieriger. Das ist so ein bisschen mein Nonplusultra an Lyrik. Aber trotzdem habe ich hier auch viel wieder angestrichen, was mir sehr gut gefiel. Und da möchte ich euch mal wieder ein Beispiel vorlesen. Es lautet: Schöner Oktober. Den Fähnlein der Sterbenden dämmert ein goldener Funken. Es richten Soldaten die Gräber am südlichen Wall. Vom sonnigen Baum sind die Blätter wie Herzen gesunken. Wie schön du bist, Herbst, wie schwärmerig pauke dein Schall. Mit rötlichem Laub und mit braunem getarnt die Kanonen. Von freundlichen Städten sich schwinge ein farbiger Tod. Und schützt uns der Wald auch nicht mehr und will uns das Feuer nicht schonen, so finde das sickernde Blut hier unten ein brüderlich Rot. Also fand ich sehr interessant und ja, Paul Celan eben meine Lyrikliebe. Und das letzte Buch für diese Episode war Der Vorleser von Bernhard Schlink, was Leute, die mir schon länger folgen, vielleicht aus einem Tag kannten, in dem ich mal darüber rede, welche Bücher ich mit einem Ort verbinde, denn das begann ich mal in einem Café und konnte es dann aber nicht mehr zu Ende lesen. Oder was ich konnte, ich wollte dann doch endlich mal nach Hause. Geschichte verlinke ich euch mal. Und ich denke, die meisten kennen die Geschichte hier schon. Es geht um den 15-jährigen Ich-Erzähler, der da irgendwann plötzlich so an Gelbsucht erkrankt und auf dem Nachhauseweg, ich glaube auch so auf den Gehsteig, brechen muss und eine Frau hilft ihm, putzt das weg und bringt ihn nach Hause. Und nach seiner Genesung soll er halt von seiner Mutter aus zu der Frau mal gehen und sich bedanken. Tut er auch. Und am Ende dieses Besuches sieht er halt, wie sie sich so Strümpfe an ihrem Strumpfhalter befestigt. Und sie sieht, dass er das sieht und er kann sie daraufhin halt irgendwie nicht mehr vergessen. Und das ist der Beginn, also das heißt, passiert das auch sehr, sehr schnell am Anfang des Buches, hopp, 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 für eine Affäre, würde ich jetzt mal sagen. Also keiner von beiden hat zwar einen anderen Partner, aber ich würde es jetzt auch nicht Liebesbeziehung nennen, weil sie das halt auch nicht wirklich öffentlich machen. Und gleichzeitig liest er ihr dann im Bett immer so aus seiner Schullektüre vor. Tatsächlich dachte sie ursprünglich, er sei Student und als er sie korrigiert, naja, noch Schüler, denkt sie aber auch, dass er 17 sei. Also es ist jetzt, ja, also es geht jetzt überhaupt nicht irgendwie um Pädophilie oder dergleichen. Das ist nur so der Beginn der Geschichte. Über den zweiten Teil möchte ich gar nicht so viel erzählen, nur dass er ein paar Jahre später stattfindet. Unser Protagonist oder Ich-Erzähler ist dann Jurastudent und wir erfahren eben etwas Neues, sag ich mal. Ja, und ich mochte es. Also was mir vor allem gefiel, ist diese Erzählweise in der Retrospektive. Also unser Ich-Erzähler bringt dann auch viel Wissen von später mit ein. Er reflektiert ständig und auch gut und interessant und erkennt vielleicht auch so ein bisschen damalige Fehler. Und dafür möchte ich euch ein Beispiel vorlesen. Warum macht es mich so traurig, wenn ich an damals denke? Warum wird uns, was schön war, im Rückblick dadurch brüchig, dass es hässliche Wahrheiten verbarg? Warum vergällt es die Erinnerung an glückliche Ehejahre, wenn sich herausstellt, dass der andere die ganzen Jahre einen Geliebten hatte? Weil man in einer solchen Lage nicht glücklich sein kann? Aber man war glücklich. Manchmal hält die Erinnerung dem Glück schon dann die Treue nicht, wenn das Ende schmerzlich war. Weil Glück nur stimmt, wenn es ewig hält? Weil schmerzlich nur enden kann, was schmerzlich gewesen ist, unbewusst und unerkannt? Aber was ist unbewusster und unerkannter Schmerz? Und etwas später: Ist es das, was mich traurig macht? Der Eifer und der Glaube, der mich damals erfüllte und dem Leben ein Versprechen entnahm, das es nie und nimmer halten konnte? Manchmal sehe ich in den Gesichtern von Kindern und Teenagern denselben Eifer und Glauben und ich sehe ihn mit derselben Traurigkeit, mit der ich an mich zurückdenke. Ist diese Traurigkeit die Traurigkeit schlechthin?
ist sie es, die uns befällt, wenn schöne Erinnerungen im Rückblick brüchig werden, weil das erinnerte Glück nicht nur aus der Situation, sondern aus einem Versprechen entlebte, das nicht gehalten wurde. Ja, diese Überlegungen gefielen mir sehr, sehr gut. Außerdem gab es auch Gedanken so in die moralische und juristische Richtung zu einem bestimmten Thema, was ich nicht nennen möchte, weil es dann schon ein Spoiler wäre, meiner Meinung nach, die mir aber sehr gut gefielen. Also ich glaube nicht, wenn man von dem Film und von dem Buch noch gar nichts hörte, dass man da drauf kommt, um was es dann halt später noch geht. Im Gegensatz zu so einem anderen kleinen Twist, den ich wirklich schon vorausgesehen habe. Also ich weiß nicht, ob es ein Twist sein soll, aber wird halt erst so auf Seite 150 oder so wird das dann endlich mal benannt. Und es gab halt vorher so Andeutungen und das war mir wirklich von Anfang an klar. Also ich habe den Film nicht gesehen, ich wüsste nicht, woher ich das sonst wissen soll, aber es war sehr deutlich. Aber das ist jetzt auch nur so eine Kleinigkeit am Rande, hat nicht dafür gesorgt, dass ich das Buch nicht mochte. Ganz, ganz im Gegenteil, es gefiel mir sehr gut und ich möchte dem Ich-Erzähler das letzte Wort lassen, ein Abschlusszitat, was da lautet: Was für eine traurige Geschichte, dachte ich lange. Nicht, dass ich jetzt dächte, sie sei glücklich, aber ich denke, dass sie stimmt und dass daneben die Frage, ob sie traurig oder glücklich ist, keinerlei Bedeutung hat. Ja, ich fand es auch traurig, aber ich habe es sehr, sehr gern gelesen und das waren dann auch schon alle Bücher aus der ersten Hälfte des Oktobers. Wie immer freue ich mich, wenn ihr mir etwas zu den Büchern sagen könnt. Für mich waren zwei Höhepunkte dabei, mit der Ort, an dem die Reise endet und auch der Vorleser. Ansonsten, Kommentare sind immer willkommen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.